Gut markiert ist halb gewonnen. Hallo Leute, Mike hier. Heute kümmern wir uns um Pickermarker. Pickermarker sind lässige Stifte für eine Vielzahl von Anwendungen. Und was die Stifte so praktisch macht, das zeige ich euch jetzt. Viele Profis da draußen und viele Kunden von uns natürlich, was auch Profis sind, haben die Stifte seit langer Zeit im Einsatz und sind sehr zufrieden damit. Viele haben dann so wie ich da ein riesen Portfolio am Bein, einfach weil man sich die Stifte auf spezielle Anwendungen richtig toll anpassen kann. Der erste Stift, den ich euch zeigen will, das ist ein Permanentmarker, Picker Ink heißt der. Was an dem toll ist, es ist einmal wie viele Pickermarker ein Tieflochmarker, das heißt man kommt sehr tief in eine Öffnung rein, in ein Loch. Und kann da mir natürlich meine Markierungen, meine Anzeichnungen machen. Und was das Tolle ist an dem, wie ich nur jünger war, war das aktuell, dass man auf CD-Rohlinge brennen tut und die hat man natürlich dann beschriftet. Sowas ähnlich ist das. Ich nutze die Stifte aber auch gern auf Bleche zum Beispiel zum Schreiben. Die haben eine feine, tolle Linie, schreiben sehr gut oder zeichnen sehr gut und dann kann ich einfach Sachen markieren. Gerade wenn du auf Blechteile zum Beispiel was ablängen magst, dann hast du einfach da ja, eine gut sichtbare Linie, an der was du zum Beispiel dann schneiden kannst mit einem Winkelschleifer oder mit der Blechschere. Was ich mit dem natürlich auch mache, ist zum Beispiel auf Kunststoff oder auf andere Materialien schnell einfach Notizen aufmachen, Artikelnummer aufschreiben oder einfach einen Namen aufschreiben oder Sachen einfach markieren. Das geht mit dem ganz toll, mit dem Picker Ink. Einfach, der hält gut, hält auf alle trockenen Oberflächen, ganz unproblematisch. Was der Picker Ink auch hat, und das ist sehr toll gelöst, hin und wieder passiert es mir auch, dass so ein Stift offen liegt über die Nacht, am nächsten Tag in der Früh kommt man drauf, okay, ich habe den Stöpsel oder den Verschluss vergessen zum draufgeben und der ist dann ausgetrocknet. In der Regel müsste man dann alle Stifte wegschmeißen, nur nicht den Pickermarker. Man braucht dazu eine Telefonzange oder eine Schnabelzange, dann kann ich da die Mine ganz einfach rausgeben. Okay? Dreh die harte Seite nach innen, fädelt es dann, das ist ein bisschen tricky, fädelt das Ganze dann wieder in meinen Stift ein, vorsichtig. Und jetzt passiert eines, dass die eingetrocknete Seite wieder erweicht, das heißt, die wird wieder mit Farbe durchtränkt und ich kann gleich weiter schreiben. Und der Stift ist dahingehend nicht kaputt und das kann man einige Male machen. Auch sehr toll, wenn zum Beispiel die Spitze ausgefranst ist, dann kann ich das einfach mit einem Cuttermesser zurechtschneiden und kann einfach weiterarbeiten. Top-Stift darf nie an meiner Hose fehlen. Der zweite Stift ist ein Wachskreidestift. Ihr kennt Wachskreidestifte früher in der Schule oder als Kind oder wer selber Kinder hat, kennt die nur viel mehr. Das sind Kreidestifte und die habe ich persönlich sehr gern für sämtliche Arbeiten. Schaut so aus, ich habe da hinten einen Drehmechanismus, dass ich das wie bei einem Lippenstift oder bei anderen Sachen, aber mit so einem Drehmechanismus oder bei einem Klebestick das aus und rein drehen kann, je nachdem wie viel das ich brauche. Und die Stifte sind sehr toll, weil ich kann damit, manche haben zum Beispiel ein Kreidestück, kann man natürlich auch nehmen, aber ich konnte zum Beispiel dann da bei Bretter mir Fehlstellen außer markieren oder Schnittbereiche natürlich mir anmarkieren. Ich kann natürlich auch sehr gut damit stirnseitig mir Markierungen machen. Eins zum Beispiel fürs erste Bauteil. Wir haben auch einige Dachdecker, Zimmermannkunden, die was damit Bauelemente markieren, weil man den Wachskreidestift mit einem nassen Fetzen oder halt mit so einem Ölspray, sage ich mal, sehr schnell wieder entfernen kann. Die Wachskreidestifte sind auch nachfüllbar, das heißt, es gibt die farbigen Ersatzmine natürlich auch zum Nachkaufen. Ich verwende den persönlich zum Beispiel sehr gern zum Kartons beschriften, wenn zum Beispiel mehrere Packstücke, also eine Sendung aus mehreren Packstücken ist, dann schreibe ich dann 1 von 2, 1 von 4 oder je nachdem, was halt dann ist, drauf. Toller Stift. Der Wachskreidestift lässt sich natürlich auch nachschärfen. Entweder man reibt ihn über das Material drüber, bis das wieder Spitze hat, oder ich kann ihn da mit einem Cuttermesser schnell wieder ein wenig in Form bringen, wenn ich ein bisschen feinere Linie brauche, also wie 5, 6 mm dick. Aber ihr wisst, für was das ist und ein sinnvoller Stift, der was bei keiner, also in keiner Tischlerwerkstatt fehlen darf. Jetzt kommen wir natürlich zu den Picker Try.
die bekanntesten Pickermarker am Markt, da gibt es zwei Varianten. Einmal den 6060, das ist die Zimmerei-Bauversion. Wird er gern zum Beispiel von Gartenlandschaftsbauer genutzt, um Pflastersteine oder große Bodenfliesen im Außenbereich natürlich zu markieren, dass man seine Schnittkanten weiß. Da ist ganz lässig gemacht, ich habe da ganz eine breite, dicke Mine drinnen, die was sehr robust ist. Und der Zimmermann nimmt es zum Beispiel gern, dass er zum Beispiel auf seinen Sporn sich setzt, wo die Kerfe gefräst werden muss, wo abgelenkt wird, etc. Die Profis da draußen kennen sie aus. Wenn der stumpf wird, habe ich da einen einbauten Spitzer, das heißt, ich kann da einfach entlang schaben, an einem Schleifpapieren kann man dann schnell wieder zurechtlegen. Für Tischlerarbeiten ist das ein bisschen zu groß, das heißt, der schreibt zu wenig fein. Wird aber auch hin und wieder gern von Tischlern eingesetzt, die was keinen Wachskreidestift haben wollen, sondern einfach mit einem gescheiten Marker sie ihre Risse, ihre Schnittbereiche markieren wollen. Was jetzt neu ist am Markt, das ist der Picker 3030, der hat ein schönes Update erfahren. Ich habe zum Beispiel da eine alte Variante und die neue Variante im Vergleich. Er hat ein bisschen andere Griffform gekriegt. Ich habe mir sagen lassen, dass die Haltekraft nur besser ist. Er ist natürlich nur Spritzwasser geschützter und besser. Was aber ist, und das ist toll, dass der Stift selber im Köcher bei weitem besser hält. Das ist der große Vorteil beim neuen Pickerstift. Ich habe eingangs erwähnt, man kann die Stifte anpassen an seine Arbeitssituation und das zeichnet die Stifte aus. Ich habe zum Beispiel immer zwei Stifte am Hosensack. Das ist einmal ein normaler Pickermarker mit einer Tischlermine, Schreinermine und ein Pickermarker mit einer weißen Mine. Und die weiße Mine, die ist ziemlich praktisch, gerade bei dunklen Oberflächen, da wo ich den normalen Bleistift oder den normalen Graphitstrich nur sehr schlecht oder nur schwer gegen das Licht sehe. Im Vergleich dazu dann einen weißen Strich, den kann ich natürlich, da ist der Kontrast viel stärker und ich kann viel exakter schneiden oder meine Führungsschiene anlegen und halt dann mit meiner Säge sägen oder was ich halt dann machen muss. Das Wechseln von den Minen funktioniert sehr einfach. Man zieht einfach die Mine raus, legt sie auf die Seite, aufpassen, die dürfen nicht runterfallen, weil sonst zerbrechen sie in viele Teile. Steckt dann die neue Mine rein und kann natürlich gleich weiterarbeiten. Ihr habt natürlich da einen Pumpmechanismus, das heißt, ich kann die Mine weiter rausgeben. Wird der Bereich für die Schiene oder das Profil, da wo es rein muss zum Anreißen, nicht ausreichen, kannst du da oft die Mine einfach ein bisschen rausziehen. Sie bricht nicht gleich und du kannst trotzdem nur sauber markieren. Also da muss man schon wirklich dann viel Kraft aufwenden, dass dann die Mine bricht. Ja, und so gibt es eben für eine Vielzahl an Anwendungen unterschiedliche Minen. Einmal zum Beispiel gelbe oder rote Minen, die sind richtig lässig für alle Montagetischler draußen oder Tischler natürlich, Holzhandwerker, die was mit weißen Spanplatten zum Tor haben. Alle wissen zum Beispiel, dass der Bleistiftstrich dann sie meistens sehr mühsam entfernen lässt. Mit einer roten Mine zum Beispiel geht es viel einfacher. Du hast sauber deine Markierungen, du kannst dann anhand dem schneiden und du hast viel weniger Aufwand, dass du dann die weiße Spanplatte reinigst. Was auch gibt es dann natürlich dann blaue oder grüne Minen, das sind wasserstrahlfeste Minen, sprich du bist zum Beispiel Fliesenleger oder tust zum Beispiel Fliesen legen, dann sind das grandiose Minen, wenn du mit Nassschneider dann deine Großformatfliesen oder deine anderen Fliesenfeinsteinzeugplatten herschneiden musst. Du kannst das natürlich sauber dir anreißen und dann im Wasserbad oder beim Nassschneiden passiert nicht, dass das wegwascht. Es gibt dann auch verschiedene Minensets, exemplarisch jetzt zweimal, da wo rein nur eine Farbe drinnen ist oder eben auch ganz wichtig für alle Arbeiten im Massivholzbereich oder auch im Holzbereich, sage ich mal, sind die Schreinermine. Das ist die typische Härte H und bei der Härte H habe ich einfach den Vorteil, dass einfach der Stift viel länger scharf bleibt. Beziehungsweise habe ich einfach den Vorteil, dass der Stift viel länger seine Minenstärke beibehält und nicht gleich so schnell abstumpft und brat wird. Schreinermine ist wirklich wichtig. Natürlich gibt es verschiedenste Minensets. Ich verlinke euch natürlich die Produkte unter in der Videobeschreibung, dann könnt ihr es im Shop anschauen. Es gibt natürlich für einen großen Stifter unterschiedliche Minen. Ganz neu sind auch die Summer Heat. Die farbigen Minen sind ja mehr oder weniger mit Wachsanteil und wenn die vorne im Auto im Armaturenbrettel liegen würden oder der Stift im Auto liegen würde, kann passieren, dass die Minen wegschmelzen. Es ist einfach so. Und dann gibt es halt hitzebeständigere Minen.
Ganz lässig. Dann gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Minen, so Härte Haar. Dann gibt es natürlich auch Minen, die schreiben auf allen möglichen Oberflächen, so Anyline heißen die, die sind sehr toll. Und was natürlich auch gibt, wir haben da mehrere Sets. Das sind die beliebtesten Stifte, zum Beispiel in so einem Nylon-Etui. Da hat man zum Beispiel da wirklich farbige Minen drinnen. Dann habe ich Tischlerminen drin, zwei Pickermarker, den Permanentmarker und natürlich einen weißen Marker, wenn ich zum Beispiel auf dunklen Oberflächen was markieren muss oder mir anzeichnen muss. Was ganz lässig ist, sind die Nylon-Taschen. Viele Tischlerkunden von uns haben da zum Beispiel einen Baustellenlaser drinnen, ein kleines Notizbüchlein und gehen mit dem zum Kunden zum Beispiel zum Ausmessen. Ist eine sehr hochwertige Sache und für viele richtig praktisch. Da gibt es zum Beispiel dann auch ein anderes Set, da wo der Permanentmarker, also der Wachskreidestift drinnen ist, der normale Pickermarker. Schaut es im Shop rein, da gibt es viele Sets für viele Anwendungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute ist einmal nur um Stifte gegangen. Natürlich haben normale Bleistifte auch in jeder Werkstatt eine Berechtigung. Ich kann nur das wiedergeben, was viele Kunden uns sagen und ich auch im eigenen Bedarf natürlich feststelle, dass einfach die Stifte super praktisch sind. Eben gerade, wenn man unterschiedliche Farben hat, dann kann man wirklich da perfekt anhand vom Riss sägen und sich dann die Teile oder die Bauteile anpassen oder einbauen. Somit sage ich danke fürs Zusehen. Schaut im Shop vorbei, ihr habt die Produkte unterbei verlinkt. Lasst bitte ein Kanalabo da, einen Daumen nach oben, das darf uns furchtbar freuen. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video von Mike's Toolshop. Dort sicher arbeiten, passt auf euch auf und Servus!